Guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. So, dann wollen wir doch mal zur Zora-Bucht, denn die Oberhäupter verfolgen ja Lord Jabu Jabu. Ich weiß zwar nicht, warum die Markierung da oben auf der Karte ist, aber wir sind zur Zora-Bucht, die sich hier befindet. Eigentlich. Aber irgendwie ist trotzdem noch die Markierung hier oben. Na gut, dann gehen wir doch nochmal dahin. Man weiß ja nie, ne? Hallöchen. So, so. Dem Kleinen haben wir geholfen, der ist sehr glücklich. Wo sind wir? Wir müssen hoch. Okay. Ach, wenn ich doch schon dieses Wasser-Echo hätte, das wäre toll. Warte mal, ich probiere mal was. Hoch, oder? Ja. Verstehen und... Den Kumpel, wo ist er hin? Wo ist er denn hin? Der Tornado Guide. Hier ist der Tornado Guide. Das hat nicht so funktioniert, alles klar. Nee, es will nicht funktionieren. Gut, wahrscheinlich geht es nicht im Wasser. Gehen wir halt den normalen Weg. So. Hier ist meine Zielmarkierung. Ja. In diesem Riss war es ganz schön gruselig. Aber wenigstens ist das mir passiert und nicht meiner Tochter. Lobenswert als Vater. Ja, gucke, hier ist nämlich nichts. Also müssen wir ja eigentlich irgendwo hier runter. Nein, ich... Oh, ich wollte nur mal was gucken. Ich glaube, mir fehlt nämlich noch ein Echo hier oben. Na gut, gucken wir es dann. Gut, hier ist nichts. Das nur kurz, ich mach mal den. Und dann mache ich das so. Bestens. So ist schön. So, dann gucken wir mal, wo sich die Leute hier aufhalten. Schön. Schön mit dem Wasser hier. Hier ist auch nur so ein Riss. Ob ich hier unten rein muss? Ich gehe einfach mal gucken. Oh, hey. Alles in Ordnung bei euch? Wie schaut's aus? Ja, nö. Alles beim Alten. Gut. Wenn ich irgendwie schneller übers Wasser kommen würde, wäre das ja alles kein Problem, aber irgendwie. Oh, da hinten ist noch eine Höhle. Glaube ich zumindest. Einfach mal gucken gehen. Was war das? Draht? Was stöhnt der hier so herum? So, Bucht in Gefahr. Oh, was ist denn hier passiert? Boah, ist dieser Felsen schwer. Ah, Zelda. Wie du siehst, gibt es hier ein gewaltiges Problemchen. Mein Sohn und Kushura, sie wurden in der Höhle eingeschlossen. Ich hatte meinen Sohn aus den Augen verloren und da tauchte auch noch plötzlich Lord Jabu Jabu auf. Kushara kam gerade vorbei und hat bemerkt, dass mein Kleiner in der Höhle hier ist. Also ist sie hinterher. Ah. Tja, und dann gab's einen Felsrutsch und die Höhle war blockiert. Was soll ich nur tun?
Ich kann verstehen, dass du um dein Kind besorgt bist, aber bitte, hab noch Geduld. Ich räume den Weg frei. Hallöchen, Dani, einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Leichter gesagt als getan. Vielleicht wäre es besser, einen anderen Zugang zur Höhle zu suchen. Keine gute Gelegenheit, um unsere Anliegen vorzubringen. Vielleicht ergibt sich ein guter Moment, wenn wir erstmal die Leute aus der Höhle befreien. Ja, dann schauen wir mal. Ja, ich könnte mir gut vorstellen. Guck mal, ich habe da auch schon einen Höhleneingang gefunden. Zack, zack, zack. Huch, das war zu tief. Dann gehen wir mal da rein. Ups. Na, Dani, wie geht's? Alles gut bei dir? Hui, was ist das? Es leuchtet. Ich will's haben. Ah ja, klar. Die Dunkelhöhle. Warte mal, ich könnte ja mal, wenn ich schon mal hier bin... Nehmen wir mal den Typ. Das Business hat heute frei und bei dir? Ja, das Gleiche. Geh weg! Gib mir dein Echo! Dankeschön! Laternenfisch. Ne, Mürrisch Level 2. Okay. Aber ich glaube, der wird uns weiterhelfen. Denn er hat ja nicht ohne Grund eine Laterne auf dem Kopf. Ah, das war der falsche Knopf. Warte mal. Ah, ja, so und... So, schwimmen wir halt mit dem Kumpel zusammen. Bisschen Sauerstoff tanken. Nein. Mürrische Level 1. Nein, ich mag dich nicht. Was haben wir hier? Seetang. Oder Blasentang. Ah ja. Greif ihn an! Greif ihn an! Jawoll. Ah, fast. Keine Angst, mein Junge. Irgendjemand wird uns zur Hilfe eilen. Nein. Hm? Ah, du bist doch die Janerin von eben. Bist du etwa ganz allein durch die monsterverseuchten Gewässer geschwommen? So langsam wird mir klar, dass du nicht einfach irgendwer bist. Nun, jetzt gilt es, von hier zu entkommen. Puhu. Die Kanäle sind angesichts der Lage zu gefährlich. Wir müssen einen anderen Weg finden. Na dann lass dir schmecken. Wenn nur jener riesige Felsen nicht wäre. Ich habe mich lediglich bemüht, konnte ihn jedoch kein Zoll bewegen. Kein Zoll? Ah, wir kommen hier nie wieder raus. Julianerin, weißt du vielleicht Rat? Natürlich. Natürlich. So ein großer Felsen, das ist doch ein Kinderspiel für uns. Ja, guck mal. Oh, der Fels. Ja. Kannst du mal sehen, wir sind nämlich übermächtig. Ungeachtet seines gewaltigen Gewichts ist es dir gelungen, ihn zu bewegen. So können wir vielleicht hinausgelangen. Erlaube mir zu fragen, wie du heißt. Zelda? Der Name klingt vertraut. Wie dem auch sei, ich danke dir. Jetzt können wir deinen Sohn erreichen. Also los, schnell, schnell. Ja. Ah, mein lieber Kleiner. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Nanu? Trat? Was hast du denn hier zu schaffen? Na, ist doch wohl klar wie Flusswasser. Ich wollte mich dafür revanchieren, dass du einen von meinen... Hoch, Zelda! Wie bist du denn hier in die Höhle gekommen? Alles ist gut, mein Liebling. Wir können jetzt zusammen raus, verstehst du? Hör auf deine Mutter, Kleiner. Es besteht kein Grund mehr zur Sorge. Der ist steif wie ein Stockfisch. Mit Worten kann man da nichts ausrichten. Da, 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 da.
Na, Kleiner? Oh, das war toll. Jetzt habe ich gar keine Angst mehr. Vielen Dank, lieber Flussbewohner. Unser Flussfolkmusik macht allen, denen vor Angst die Flossen zittern, neuen Mut. Hoho, da kann man selbst keine Kritik üben. Das war ein vorzügliches Spiel, Trat. Wer hätte gedacht, dass deine Musik einmal einen der meinen so heilsam sein würde? Und du hast einfach nur meinen Leuten geholfen. Ist doch absolut klar, dass ich mich da revanchieren muss. Eben war keine Zeit dafür, aber ich wollte mich noch bei dir bedanken. Du hast wirklich toll gespielt. Ach, das war doch nichts Besonderes. Schau uns an, wie wir uns plötzlich gegenseitig Komplimente machen. Passt doch gar nicht zu uns. Doch, ist das schön. Sie vertragen sich wieder. Hör zu, Trat. Sollen wir unsere Quälen? Naja, ihr seht's. Nicht vorübergehend begraben und an einem Strang ziehen? So ein Zufall, ich wollte gerade dasselbe vorschlagen. Dann sind wir uns ja einig. Mit deiner wackeren Hilfe wird jede Gegenströmung nur noch halb so stark sein. Wie bitte? Du möchtest, dass wir Lord Yabu-Yabus Heimstätte musizieren? Zelda, so lautet doch der Name richtig. So ungern ich meiner Wohltäterin eine Bitte ausschlage, aber wir müssen Lord Yabu-Yabu auf der Spur bleiben. Nein, warte, vielleicht ist Zeldas Idee gar nicht so schlecht. Hallöchen! Diamantener Schnee? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen. Nein, warte, vielleicht ist Idee gar nicht so schlecht. Wie meinen? Während du hier eingeschlossen warst, habe ich gesehen, wie Lord Yabu-Yabu Richtung Norden abgedüst ist. Könnte es nicht sein, dass er genug gewütet hat und sich jetzt erstmal in seiner Heimstätte ausruhen will? In der Tat, derartige Bewegungsfreude ist für Lord Yabu-Yabu ja auch gänzlich untypisch. Wohlan, Zelda, dann soll deine Bitte doch nicht auf taube Ohren fallen. Begeben wir uns dorthin. Wir sehen uns in Lord Yabu-Yabus Heimstätte. Jo, es geht endlich weiter. Gott sei Dank, aber ich gehe noch mal kurz zu dem Flussvolk. Wir schwimmen jetzt auch mal nach Hause. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, danke schön. Ja, ist doch kein Problem. Dafür sind wir doch da. So, das haben wir erledigt. Ich muss trotzdem noch mal kurz zum Flussvolk. Ich will nämlich mal was gucken da oben. Da will ich hin. So. War das hier drinne? Nein, hier war es nicht. Ich brauche nämlich ein Echo, was wir später nochmal gebrauchen. Aber irgendwie finde ich es nicht so, wie gedacht. Oh, kann ich hier drunter schwimmen? Oh, hier sind Rubine. Das ist ja interessant. Okay, aber wegen der Rubinen war ich nicht hier. Gibt es hier noch eine Hütte? Oh, warte mal. Wo führt dieser Steg hin? Nee, okay. Kann nur sein, dass ich es erst später kriege. Weil da ist nämlich noch ein Riss und wenn da eine Hütte ist, die ich jetzt gerne hätte, müssen wir uns zuerst um Lord Yabu-Yabu kümmern. Aber hier oben ist noch eine Hütte, warte mal. Oh, da ist ein Fünfer. Den nehmen wir mit. Gehen wir kurz hier rein. Ist hier was? Nö. Mist, alles klar. Gut. Dann gehen wir jetzt in Yabu-Yabus Heimstätte. So, und rein hier. Dann lassen wir die beiden mal musizieren, ne?
Oh, Zelda. Oh mein Gott. Lord Yabuyabu ist tatsächlich in seine Heimstätte zurückgekehrt. Du willst also durch dieses Tor, ja? Dann werden wir sogleich zur Tat schreiten und hier musizieren, auf dass das Tor sich öffne. Ein Problem gibt es allerdings noch. Durch Lord Yabuyabus Tollheit wurde auch die Altäre in Mitleidenschaft gezogen. So ist nur schwerlich eine Vorstellung möglich. Wir müssen die Altäre irgendwie wieder in Schuss bringen. Aber wie kriegen wir das hin? Mit gutem Mut und Tatkraft. Zuerst einmal müssen wir die Trümmer zur Seite schaffen. Machen wir. Aufgepasst. Easy. So, muss ich die irgendwie zusammensetzen oder reicht das, wenn ich die einfach hier ablege? So wie den und dann einfach den dahinter. So, den nehmen wir mit. Der sieht doch wieder schick aus. Ach, da unten. Da unten ist der andere. Und hops. Und ran mit dir. So, schick. Ein bisschen Sekundenkleber, dann geht das wieder. Nun steht dem Konzert nichts mehr im Wege. Zelda, erneut sind wir dir zu Dank verpflichtet. Warte kurz, während wir alles bereit machen. Na, dann macht mal. Ah ja. Ich verschwinde mal. Das klang ja viel besser als bei dem Konzert auf dem Parkplatz. Was war denn jetzt anders? In Harmonie zu musizieren ist so viel schöner. Was macht das einen Spaß? Du hast wahnsinnig gut gespielt, Kushara. Und auch dein Spiel war gar nicht überdreht. Harmonie? Vorher haben sie doch auch schon zusammen gespielt. Ich verstehe nicht, was jetzt so anders war. Die beiden scheinen jedenfalls viel glücklicher als vorher. Trat. Ich möchte mich in aller Form bei dir entschuldigen. Meine Kritik an deiner Musik war wirklich unverschämt und unangebracht. Kushara! Für mich gilt absolut das Gleiche. Ganz dickes Sorry, wirklich. Zelda, du musst das lang genug ausharren. Das Tor ist nun offen. Und vielen Dank nochmal. Ohne dich wäre all das hier nicht möglich gewesen. Wollen wir uns hineinbegeben und Lord Yabuyabu unsere Aufwartung machen? Jawohl. Viel zu kurz. Ein bisschen. Aber hey, es war trotzdem schön. Es war trotzdem ein schönes Konzert. Großer Lord Yabuyabu, bitte spuck unsere Freunde wieder aus. Es schmerzt uns gar sehr, sie nicht mehr bei uns zu haben. Ich habe eine Idee. Wenn ihr uns zusammen musizieren hört, so wie eben, kriegt ihr bestimmt wieder gute Laune. Ein brillanter Einfall. Dann lass uns erneut das Stück anstimmen. Gut. Er ist immer noch sauer. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Das fällt dir jetzt auf? Zelda, meinst du, dieser Riesenfisch ist vielleicht auch nur ein Doppelgänger, der aus dem Riss gekommen ist? Stimmt. Ein Doppelgänger? Das kann doch nicht... wenn man ihn so einsieht, könntest du tatsächlich recht haben. Doppelgänger? Wovon sprichst du? Ich habe nur wiederholt, was das kleine Kugelfiech gesagt hat. Das dort direkt neben Zelda schwebt. Ach, stimmt ja. Drat wurde vom Riss verschluckt, deshalb kann er mich jetzt sehen. Das klingt wunderlich, aber angesichts der sonstigen Ereignisse sollte ich euch wohl Glauben schenken.
Wenn wir es mit einem falschen Fisch zu tun haben, müssen wir ihm eine Tracht Prügel verpassen und alles ist wieder gut, oder? Das klingt etwas arg vereinfacht, aber im Grunde kann ich nicht widersprechen. Legen wir los! Na dann. Wir folgen dir in die Schlacht. Also los! Okay. Gut. Verstehe. Nanu? Was ist denn jetzt los? Wir wurden von Zelda getrennt. Zelda, hinter diesem Riesenfisch kann ich einen Zugang zum Riss öffnen. Aber im Moment ist der Ort nicht zu finden. Wir müssen ihn irgendwie dazu bringen, dass er stillhält. Echt mit Brot? Au! Na, wie machen wir das am besten? Ah, komm, das ist ein Vielfraß. Wo ist mein Bombenfisch? Bombenfisch? Du bist, nein, du bist kein Bombenfisch. Mein Bombenfisch ist hier. Hat er geschmeckt? Das. Was machst du denn hier? Warum? Na, ist egal. Wir nehmen mal das Herz hier mit. Hoch, Herz. Und wieder drauf da. Drauf da. Oh wow, ein Schlag. Super. Na gut. Au. Blöd. So, können wir uns wieder zurückverwandeln? Mein Gott, der ist aber aggressiv. Lassen wir schmecken. So. Bist du jetzt wenigstens beruhigt? Nö, tatsächlich leicht besiegt. Okay. Auch schön. Na, guck mal da. Chef, ich hab solche Angst. Inava, ich werde nicht mehr. Auch der ganze Schlamassel tut mir echt leid. Chidi, danke schön. Rock mal, auch ich bitte um Verzeihung. Du hättest dich nicht für mich in solch eine Gefahr begeben sollen. Oh. Um euch zu beschützen, würde ich alles geben. Ihr braucht euch nicht den geringsten Vorwurf zu machen. Aber sag mal, Chef, seit wann verträgst du dich denn wieder so gut mit Kushara? Es ist einiges passiert. Jedenfalls arbeiten wir jetzt wieder zusammen. So ist es. Und auch die Rolle von Zelda in diesen Angelegenheiten sollte nicht unerwähnt bleiben. Ihr seid so erwachsen und vernünftig. Ich bin stolz auf euch. Für wahr eine freudige Entwicklung. Wenn mein Aufenthalt in Lord Yabuyabus Bauch der Preis dafür war, habe ich ihn gern gezahlt. Doch wenn dieser Lord Yabuyabu ein Doppelgänger war, wo befindet sich dann das Original? In dem großen Riss. Vielleicht wurde er vom Riss verschluckt. Dann müssen wir da jetzt rein. Dann gibt es also nichts, was wir für ihn tun können. Moment mal. Zelda, kannst du vielleicht Lord Yabuyabu auf diese Weise retten, wie du mich gerettet hast? Du bist die Einzige, an die wir uns wenden können. Würdest du uns bitte deine Unterstützung gewähren? Natürlich, dafür bin ich da. Ansehen. Hier müsste ich einen Zugang öffnen können. Weiche zurück. Naja, wie immer.
So. Na dann, wollen wir keine Zeit verlieren und gleich mal den Lord Jabu Jabu retten. Alles klar. Erstmal einen Zitterapfel mitnehmen. Jo. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ich komme nicht hoch. Das ist kein Problem. Ah, nee, der nicht. Der ist wirklich ein komischer Typ. Okay. Gut. Dann machen wir das halt auf die altbewährte Art und Weise. Nee, so nicht. Dachte ich zumindest. Warte mal. Nö, das funktioniert auch nicht. Alles klar. Wenn wir hinauf wollen, nehmen wir halt den Megabumm. Fertig. So. Genau. Hä? Hab den Fisch platt gemacht, aber er ist trotzdem noch da. Okay. Warte mal, das war. Ja. Wasserblock gemerkt. Das ist ja cool. Mit so einem Wasserblock kann man viel machen. Hihi. Genau sowas. Gut, da ist nichts. Da unten jetzt eigentlich was vergessen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, da gab es noch einen zweiten Weg. Okay, okay. Ja, natürlich. Die sind ja wasserresistent. Halt, falsche Taste. Ah! Kommt aber auch weit gesprungen. Dann machen wir das halt. So, aber. Jawohl. Falsche Taste. Mach sie fertig. Los, nochmal. Ich kann eigentlich selber gegen die kämpfen. Ah, ich vergesse das immer. Aber ich genieße das doch einfach. Ich muss mal kurz gucken. Schau mal, wir können ja mit Wasser wieder auftauchen. Nee, tatsächlich war hier nichts mehr. Gut. Aber man will ja auch nichts unversucht lassen, ne? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, geh weg. Nee, nicht nach oben. Oh, verdammt. Warte mal, jetzt muss ich selber nach oben. Nein, verdammt. Geht's weg? Ein Duda. Das ist ja unfassbar nervig. Hilfe, Hilfe.
Nein, komm. So. Okay, dann machen wir es halt so. Wo ist dieser große Fisch? Warten, warten, warten. Okay, okay. Oh, 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 was ist das? Das sieht interessant aus. Naja. Ach, hier ist doch nichts. Warum ist das denn da? Ach, weil hier eine Fee ist. Und natürlich nehme ich die mit. Halt wieder irgendwie rüberkommen. So, ja. Das hat doch gut funktioniert. Menno. Wo jetzt hin? Wollen wir mal kurz hochgehen? Was es hier so gibt. Ja, irgendwie nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Na! Mist, warum verschwindet mein Wasser? Ich habe den großen Fisch gefunden. Toll! Aber da drüben ist eine Kiste. Die holen wir uns natürlich jetzt noch. Ja, ich muss sagen, diese Wasserblöcke, das macht es ja ganz schön einfach. Wenn man zumindest mit denen umgehen kann. Wenn sich nicht so anstellt wie ich. Wegen Flusspferdchen.